Zuerst einmal brauche ich im Gegensatz zum Auto beim Motorrad Leben. Ich brauche Persönlichkeit, auch von meinem Bike. Das muss mir Geschichten erzählen beim Fahren und nicht einfach nur perfekt sein. Und mit Victory finde ich genau das, was ich wollte, das perfekte Bike. Sehr variabel, ich kann alles damit machen, was ich will, viele Freunde und gleichzeitig eben nicht diesen Nimbus der Überheblichkeit. Im Grunde genommen habe ich versucht, irgendwie Applikationen zu setzen, Verschönerungen zu setzen, viel Alu-Drehteile selber entwickelt, nach meinem Geschmack eben, und da Kleinigkeiten verändert und hier Kleinigkeiten verändert, um einfach das Gesamtbild etwas positiver zu stimmen, wie mir es besser gefällt letztendlich. Grundsätzlich ist in dem Bike technisch nichts verändert, das wurde alles so übernommen. Ich stimme ab für das schönste Bike, und zwar sehe ich da eigentlich so die Gesamtkomposition. Also das muss stimmig sein in sich. Da geht es mir nicht nur um Farbe oder die geilsten Felgen oder sowas. Das muss in sich ein stimmiges, klar erkennbares Konzept sein. Naja, ich glaube schon, dass die Ausfahrt normalerweise zu den Highlights gehört. Wenn man so mit 30, 40 Maschinen langsam hintereinander herfährt und die Gegend genießen kann, und gleichzeitig die Blicke von Spaziergängern, anderen Autofahrern auch genießen kann. Das ist schon richtig cool, das macht wirklich Spaß. Für mich heißt Victory and Friends ganz einfach, dass unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Motorrädern glücklich sind. Und das macht auch Victory and Friends aus, dass uns jeder willkommen ist, die Marke wird geliebt, aber die Marke wird nicht über alles gesetzt. Yeah.